Ah, servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ernststamm 2. Wochenreflexion vom 19.06. bis 26.06. 1994. Diese Woche hatte drei Tiefschläge unter die Gürtellinie. Der erste Schlag war, dass ich von euch nicht das Okay für meine Beziehung bekam. Mit euch meine ich die Therapeuten. Der zweite, dass ich keinen Dreierausgang genehmigt bekam. Ich sehe dabei Ähnlichkeiten mit meinem Vater, denn der sagte auch zu allem Nein, ohne es zu begründen. Die Folge davon ist, dass ich mich zurückziehe, seltsamerweise aber nicht so lange wie sonst. Die Krönung des Ganzen ist, dass sich mein kleiner Bruder, mein Cousin, einen anderen großen Bruder gesucht hat. Mittwoch habe ich ein sehr gutes Gespräch mit Harry geführt. Seither geht es mir wieder gut, denn ich kann mir vorstellen, woran alles liegt. Ich finde es schade, dass wir diese Woche keine Stämme haben, denn die sind total wichtig für mich geworden. Außerdem habe ich Torschlusspanik. Irgendwie läuft mir die Zeit davon. Ich habe noch einiges zu erledigen, bevor die 12 Monate vorbei sind, aber ich hoffe, dass ich um einige Monate verlängern kann. Denn ich will nichts Halbes machen, lieber Nägel mit Köpfen. Ja, was hat der Harry mir denn da gesagt? Ganz einfach, dass sich nicht nur alles um mich dreht und dass andere Leute auch Therapie machen, dass das vielleicht gar nicht der Grund in mir liegt, wieso dass sie Nein gesagt haben, sondern vielleicht an ihr. Und dass sich mein Cousin einen anderen großen Bruder gesucht hat, das ist ganz logisch. Ich war in der Küche davor die ganze Zeit und hatte überhaupt keine Zeit für ihn. Und wir lagen in demselben Zimmer drin und konnten nie alleine reden. Und ja, als Verwandter redet man ja doch offener eigentlich. Aber ich habe ihn erst dort richtig erst kennengelernt. Davor wusste ich gar nicht. Ist eine andere Geschichte. Ich habe gewusst, ich habe einen Cousin, der auch Drogen nimmt, aber gesehen hatte ich den vorher nicht und erst dort kennengelernt. Und ja, es lief halt nicht so, er hat sich mit anderen besser verstanden und fertig, aber ich habe es halt erstmal persönlich genommen gehabt und hat halt ein bisschen gedauert, bis ich das dann niedergelegt hatte. Ja, und dann tatsächlich, es hat gerade angefangen, dass ich Therapie mache, dass die Sachen alles bei mir wirken. Die Gespräche mit den Leuten, mit den Therapeuten und das, was ich dann mit dem Stamm gemacht habe und so weiter und so fort, hat langsam Wirkung gezeigt und ich habe immer mehr Vertrauen gehabt und alles und mich wohler gefühlt und so. Und dann kam das Ende immer näher, weißt du? Weil man muss sich ja erstmal eingewöhnen und andauernd brechen irgendwelche Leute ab und ja, wir hätten sehr viel mehr therapeutische Betreuung gebraucht. Intensivere Einzelbetreuung und wenn ein Therapeut mit einem nicht klarkommt, dann hätte man was tauschen müssen. Also ich habe es schon mal erzählt, ich habe ja so eine problematische Beziehung gehabt zu dieser einen Therapeutin da von mir und mit dem Leiter bin ich auch nicht so warm geworden. Mit der Ex-User hätte ich besser können, aber da wollten ja irgendwie alle hin. Ein Großteil von den Leuten dort waren alle mit Auflage da, freiwillig waren es vielleicht zwei oder drei. Und die anderen 28 hatten alle gerichtliche Auflage, Therapie statt Strafe oder so, weißt du, was ich meine? Es ist schwer gewesen, da Vertrauen zu fassen, weil es genug Leute gab, die bloß Zeit abgesessen haben. Wie ich am Anfang auch, gebe ich offen zu. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann Daumen nach unten, aber dann bitte schön was in die Kommentare. Jo, ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Bis dahin, peace out.